Also ich erfinde auch ein bisschen was. Das muss man als Autor dürfen. Axel, was verbindest du mit den Bee Gees? Massachusetts zum Beispiel. Und das tolle Gefühl, wenn auf Partys früher die Bee Gees aufgelegt wurden, das war der Moment, wo man etwas näher an die Mädchen rangehen durfte. Hast du dich damals schon getraut? Warst du da nicht zu schüchtern? Ja, ich war natürlich zu schüchtern, aber es war trotzdem toll, es zu dürfen. Ich meine, das ist jetzt eine großartige Überleitung, weil wir haben nicht nur die Weltstars hier aus der Oper heute Abend, sondern wir haben wirklich eine der Ikonen der Popmusik. Wir haben hier heute Abend Robin Gibb und ich sage herzlich willkommen. Thank you for coming. Hallo Robin. Hallo. Wir freuen uns ganz besonders, Sie heute Abend hier zu haben. Als Sie gerade durch die Gänge dieses Hauses gegangen sind, was haben Sie da gedacht? Well, I remembered the other time. Ich habe mich erinnert an die anderen Male, als ich hier war. Das ist ziemlich lange her. Als wir erst am Anfang standen, Beat Club zum Beispiel. Ach, das ist wirklich eine Weile her. Ist das nicht unglaublich, wie viele Karrieren hier in diesem Studio 3 begonnen haben? Also ich weiß nicht, so in jeder zweiten Sendung ist jemand, der hier angefangen hat. Und heute ist es Robin. Vor 30 Jahren Beat Club, Musikladen. Sie waren mehrfach da und es sieht alles immer noch genauso aus wie damals, oder? Yeah, very much the same. Ja, sieht noch genauso aus. Phil Collins, was here when Phil Collins war mal da, mit dem haben wir einiges zusammen gemacht. Verschiedene Künstler, viele, die hier wirklich ihre Karriere begonnen haben. Und wir haben mal in den Archiven gekramt und haben ein paar alte Aufnahmen gefunden von vor, ja, gut 30 Jahren. Okay. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. And the lights all went down in Massachusetts. Now I found that the world is round, and of course it rains every day. Also ich habe Robin gerade gesagt, dass wir hier vom Beat Club kommen. Wir haben eine Frage für ihn. Er ist ja neulich von der Bee Gees weggegangen. Wir wollen ihn fragen, warum er sich von seinem Bruder getrennt hat. You please take a seat. Thank you very much. The picture. And it's you, Barry, Colin, Vince. That's correct, yes. Do you miss him? Well, it's not really a matter of missing him, really. But I still see them on and off, you know, so that's the way things go. I'll show you the studio anyway. German word, Schnitzel, ein Schnitzel, ein Tee mit Milch, Dankeschön, auf Wiedersehen. Gerade die Mädels im Publikum gesehen, ne, die so mitswingen und so. Und vorhin sagte mir unsere Maskenbildnerin, hey, ich habe damals im Publikum gestanden und mitgeswingt, damals, als er schon mal hier war. Ja. I recognize you, yeah. 3 years ago. Ich hab gleich wieder erkannt. Der Regisseur dieser Sendungen damals war der legendäre Michael Leckebusch. That's right, yeah. Genau. Und es gibt so ein Gerücht, das besagt, manche von den Sängern haben damals irgendwie sich noch kein Hotelzimmer leisten können und haben dann bei Michael Leckebusch auf der Matratze übernachtet.
Angeblich Sie auch mal, stimmt das? Ah, yeah. I can't remember. I might have done. Kann mich nicht mehr. Vielleicht. Is everything okay with the translation? Yeah, everything's fine. Yeah. Okay. It's just taking a long time to translate. Also wir wissen alle, die Bee Gees sind ja eine der erfolgreichsten Popbands, die es überhaupt jemals gegeben hat in der Popgeschichte. Über 110 Millionen verkaufte Platten, 7 Grammys, unzählige Number One Hits. Trotzdem haben Sie immer den Wunsch gehabt, auch Soloprojekte zu machen. Sie haben 5, 6 Mal sehr erfolgreiche Soloplatten gemacht. Warum war das so wichtig für Sie? Oder warum ist das auch jetzt noch wichtig für Sie? It's not so much because I want to be a separate identity. Naja, nicht unbedingt, weil ich jemand anderes sein will, sondern weil ich noch parallel zu den anderen Dingen etwas Eigenes machen will. Ich bin sehr stolz darauf, ein Bee Gee zu sein und möchte gerne auch als solcher zitiert und gesehen werden. Ich will mich also nicht davon absetzen, aber wenn ich eigene Dinge mache, dann kann ich mich eben noch anders ausdrücken, als wenn ich das innerhalb der Bee Gees tue. Mhm. Ihre Platte, die jetzt rausgekommen ist, ganz neu, seit 15 Jahren, die erste Soloplatte heißt Magnet. Und da sind Stücke drauf, die man zum Teil kennt. Das ist eine Coverversion von Love Hurts. Nazareth, ja, nee, Roy Orbison, glaube ich. Yeah. Ne? Yeah, mhm. Und Wish You Were Here, nicht ein Cover der Pink Floyd Nummer, sondern ein eigenes Lied. Nein, das ist ein Bee Gees Song von einem früheren Album, was wir hatten Andy gewidmet haben. Das habe ich einfach nochmal neu aufgenommen. Und was ist jetzt neu an diesen Songs? Was ist an dieser Platte das Moderne, das Besondere? Erzählen Sie mal. Well, it's not so much that I mean, I didn't go out. I mean, it's obviously a contemporary feel to the album. Gut, ich wollte schon etwas Zeitgemäßes machen. Und viele unserer Wurzeln stecken da auch wieder drin. Deacon hat mit Mary J. Blige gearbeitet, Michael Greaves in London als Produzent. Das heißt, da ist schon natürlich sehr viel Zeitgenössisches dabei. Aber ich möchte eben auch neue Songwriter ermuntern. Ich möchte sie unterstützen. Und die müssen ja auch die Gelegenheit bekommen, ihre Dinge dann mal produziert zu bekommen. Der Sound von so einer Platte hängt ja auch immer sehr davon ab, mit welchen Musikern man arbeitet. Wen haben Sie sich da gesucht? Speziell junge Leute jetzt? Also yeah. Well, it wasn't so much the musician, vielleicht nicht so sehr die Musiker, sondern es ging mir um ein Gefühl, was dort durchgängig eine Rolle gespielt hat. Der Produzent und ich haben dazu bestimmt hauptsächlich beigetragen, aber der Blickpunkt dabei ist R&B, also nicht unbedingt die einzelnen Musiker, der Sound, auch das Stoff, das Material zu den Liedern. Das ist das, was zählt. Robin, ich habe mal was über Sie gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn es stimmt, ist es bestimmt etwas, was... It isn't true. Was Herrn Fischer-Dieskau und Frau Waradi vielleicht freuen wird. Sie haben mal gesagt, dass Sie so wahnsinnig Mozart bewundern. Say it again? Sie haben mal gesagt, dass Sie so eine große Bewunderung für Mozart haben. Oh, yes, yes. Warum? Das stimmt. Pardon? Warum? Because I just love his music. Ich finde seine Musik fantastisch. It's longer than 3 minutes and I love it. Ich liebe diese Musik. It's spiritual. It takes me das to another ist eine place. Sehr gefühlvolle Musik, die mich an andere Orte transportiert. Es sind fantastische Melodien. Mozart ist vermutlich der Urvater aller Popmusik, nicht wahr, was die Melodieführungen angeht, in seiner Zeit. Was sagen Sie gerade? Sie sagen, er hätte es getan. Ja, er hätte es getan. Sie sagen, das stimmt. Geben Ihnen recht. Ja. Wenn er auch nicht so volkstümlich wurde. If Mozart had been alive today, he would have been. Wenn Mozart heutzutage leben würde, dann wäre er ein Popmusiker. Sie sind ja in allererster Linie Komponist und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Also wartet man, dass eine Melodie in den Sinn kommt, dass man sozusagen eine Inspiration erfährt, oder ist man eher so wie Thomas Mann, der als Schriftsteller jeden Morgen sich hingesetzt hat und gearbeitet hat, also eher systematisch. Wie funktioniert das beim, wie funktioniert das beim Komponieren? Das hat viel mit Stimmungen zu tun. It isn't always magical and you can write for hours and Zauberei. Manchmal schreibt man stundenlang an etwas und es kommt nicht viel dabei heraus. Irgendwo auf der Straße fällt einem ein Stück Melodie ein oder kurz vor dem Zu-Bett-Gehen am Abend. Dann geht man ins Studio, dann versucht man, diese einzelnen Bruchstücke zusammenzusetzen.
Das heißt, es ist natürlich nicht immer so schwarz und weiß. Es ist nicht immer geplant, es ist nicht immer spontan. Man hat eine Idee und dann arbeitet man dran und feilt sie aus. Und wenn man Songwriter ist, heißt das nicht, dass man immer Ideen hat. Es hängt sehr stark von Stimmungen ab. Sie haben ja auch viele unglaubliche Hits für andere Interpreten geschrieben. Dionne Warwick, Barbara Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers. Wenn jemand von diesen Kollegen dann einen Riesenerfolg hatte mit einem Lied, ärgert man sich dann hinterher manchmal und sagt sich, verdammt, hätte ich es doch lieber selber gesungen? Well, you're always going to do that. Ja, das passiert natürlich schon mal. Emotion zum Beispiel war Nummer 1 in den USA. Das haben wir nie eingespielt. Destiny's Child war das gleiche vor kurzem. Auch viele unserer anderen Lieder. Aber, also, wie gesagt, produziert von uns, aber eben dann nicht von uns gecovert. Mhm. Ist das mit dem Komponieren so ähnlich, wie wir das vorhin gesprochen haben, dass es einfach einen Drang gibt, etwas zu tun? In dem Fall war es jetzt, vor die Kamera zu gehen. Gibt es auch einen Drang, ein Bedürfnis zu komponieren? Oder? Absolut. Ja? Composing is something today that record companies heutzutage sollten die Plattenfirmen die Künstler dazu ermutigen, also die sollten überall herumschauen, denn diese Musiker sind ja das Rückgrat der modernen Musikindustrie. Die Platten- und Musikbranche ist zu einem Schönheitswettbewerb manchmal verkommen. Manchmal werden Leute aufgenommen, die 30 Jahre alte Lieder spielen, nur weil sie gut aussehen. Nicht? Und insofern muss man sich doch fragen, woher kommen die echten neuen Musiker? Danach sollte man suchen, darauf sollte man ein Augenmerk haben. Spielen Sie auf die Fernsehsendung an Superstars in England? In England und Amerika hieß die Sendung Pop Idol, war auch da ungeheuer erfolgreich. Hier heißt sie Deutschland sucht den Superstar. Sie glauben nicht daran, dass da gute, authentische Musik entstehen kann? Oder was wollten Sie damit sagen? Ich würde es vorziehen, wenn man dort nach Musikern suchen würde und Songwritern und nicht so sehr nach dem Äußeren ginge. Also Talent hat nicht so viel musikalisches Talent mit dem Aussehen zu tun. Das ist mehr wie der Laufsteg dort inzwischen. Nicht? Wir müssen uns wirklich mehr auf die Musik wieder konzentrieren. Darum geht es in der Musikbranche. Und das sollte man fördern. Und da sollte man auch mehr Geld investieren für junge Talente, die, glaube ich, teilweise ignoriert werden, die von den Plattenfirmen abgelehnt werden, zurückgewiesen werden. Denn sie sind der Keim für die Musikindustrie von morgen. Wir werden nachher noch über Superstar reden und über diese Kritik, die Robin Gibb gerade geäußert hat. Aber was ist für Sie, ich meine, Sie haben so viele Musiker gesehen, so viele Stars erlebt. Was ist für Sie das ganz Besondere an Robin Gibb? Ich meine, das kann man gar nicht in einem Satz ausdrücken. Sie auch nicht. Das ist eine Formation, die ja Musikgeschichte entwickelt hat, geschrieben hat, die wir gelebt haben und die bis heute lebt. Und die Zeitlosigkeit, das ist eigentlich das, wo er drauf spielt. Die Zeitlosigkeit, heute noch etwas anzuhören. Ich kenne doch das rote Album, The Red Velvet, die Album. Ist immer noch eines der besten Alben, was ich auch heute noch sehr gerne anhöre. Und das ist eine Form der Darbietung, die eben nicht mehr so schnell kommt, weil wir natürlich auch überreizt sind. Wir haben ein Anforderungsprofil, wir sind keine Musik. Wir sind eine Musikindustrie auch geworden, das wollen wir nicht vergessen. Es hat sich gewandelt und ich gebe ihm hundertprozentig recht, wenn wir nicht aufpassen, die Kreativität der Talente mehr zu fördern, dann haben wir letztendlich, sitzen wir auf einem ganz dünnen Lappen, möchte ich mal sagen. Sehen Sie sich heute das erste Mal? Ja. Das ist also auch für Thomas Stein die erste Begegnung. Mein erstes Mal, ja. Ich will Sie nicht beschämen, aber es heißt, seine erste LP war nicht Bee Gees, sondern Roger Whittaker. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich auch nicht dafür, weil das nämlich auch ein tolles Album war, wenn Sie die Nummer heute noch hören. Es war Mexican Whistler, that was the first song when he was whistling around a little bit, coming from Australia. Das war wirklich ein klasse, damals 68, 67, eine tolle Geschichte, in der gleichen Zeitachse. Aber sein erstes Album war die Bee Gees. Ja. Von einer ersten Kurzgeschichte, die ich an eine Tageszeitung verkaufen konnte. Und dann stand ich vor einer Riesenfrage, die erste Langspielplatte zu kaufen. Was war im Angebot? Und ja, die Beatles spielten natürlich auch eine große Rolle. Einige meinten, man müsste die Stones kaufen, sonst kann man auf bestimmte Partys gar nicht mehr eingeladen werden. Aber ich habe mich damals für die Bee Gees entschieden. Und hat das sich ausgezahlt? Ja, doch. Also es hatte viel mit Klammerblues zu tun. Ich habe auch meinen ersten Stehblues zu Massachusetts getanzt.
Wenn man so erfolgreich ist wie Sie, wenn alles, was man anfasst, eigentlich gelingt und zu Gold wird, verliert man manchmal die Relation, also kriegt man auch so Höhenflüge und verliert man manchmal so ein bisschen die Fähigkeit zur Selbstkritik? Oder was muss man tun, um die nicht zu verlieren? Nein, ich glaube nicht. Wenn man Songwriter ist, Musiker ist, dann setzt das voraus, dass man auch selbstkritisch sein kann. Man versucht, die eigenen Horizonte zu verlagern, aus sich herauszugehen, aber dafür muss man ja auch kritisch seiner eigenen Arbeit gegenüber bleiben. Und wenn man jetzt das geworden ist, was Stefanie und viele, viele andere junge Menschen in ganz Europa und in Amerika gerne werden wollen, nämlich ein Superstar, super berühmt auf der ganzen Welt, super reich, super erfolgreich, wenn man all diese Träume sozusagen erfüllt bekommen hat vom Schicksal, wie schafft man es noch, eine Verbindung zum normalen Leben zu behalten? Also einfach ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Was gibt's da für ein Rezept? Well, the thing is, When you're in the studio, wenn man im Studio ist, dann ist das so, dass man das Ego eigentlich am Haken aufhängt, in der Garderobe, da lässt man es hängen. Dann macht man die Musik und man tut jedes Mal so, als wenn es die erste Aufnahme ist, die man jemals eingespielt hat. Das heißt also eine Tabula rasa und man muss selbst wirklich aufgeregt sein von dem und emotional berührt sein von dem, was man macht, sonst ist es nichts. Mhm. Frau Varadi und Herr Fischer sind begeistert gerade von dem, was Sie sagen. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Wir haben uns zum ersten Mal heute gesehen. Mhm. Aber ich kenne nur Leute, die positiv über die Bee Gees sprechen. Und zwar die, die aus ihrem privaten Umfeld sind. Das heißt, sie sind ganz normale Menschen geblieben. Und das finde ich das Großartige, dass er das mit der langen Karriere so geschafft hat. Darf man Sie wirklich gratulieren. Wir wissen alle, dass es nicht leicht für Sie war, heute hier zu sein. Umso dankbarer sind wir, dass Sie da sind. Sie singen jetzt für uns. Sie singen Please, die Auskopplung aus dem neuen Album. Yes. Ich darf Sie jetzt bitten, auf die Bühne zu gehen. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Maybe you're my destiny.
day when you come back in my life. I'm waiting for the day when all that's wrong is right. Pray for a time when you are here in my arms. Hold you tight. War der längste Applaus in der Geschichte von 3 nach 9. Das kann man sagen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage an Sie. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie in Ihrem englischen alten Anwesen, so ein schlossähnliches altes Ding, ein Schlossgespenst haben. John der Gärtner spukt dort. John the Gardener, that's right. I actually haven't seen John the Gardener. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber andere haben ihn gesehen. Und es gibt da noch eine Quelle, die sich irgendwie immer von selbst wieder mit Wasser füllt. Wir haben das geprüft, da gibt es also keine natürliche Erklärung dafür. Wer weiß? Was haben diese Leute erzählt, die ihn gesehen haben? Wie sieht John der Gärtner aus? Dressed in clothes from the 16th century. Aus dem 16. Jahrhundert soll der bestimmte Kleidung tragen. Da sind wir nämlich wieder beim Thema, was wir vorhin schon hatten. Wir sprachen vorhin über Reinkarnation. Herr Wolf, ein Autor, ein deutscher Schriftsteller, hat Reinkarnationstherapie gelernt und mehrfach durchgeführt. Und das könnte doch auch so ein reinkarnierter Kumpel sein, oder? Also ich glaube, nicht alle Geister, die man sieht, haben was mit Reinkarnation zu tun. Ne? Das ist, ich meine, das ist klasse, darüber zu lachen, aber das ist eigentlich ja ein total ernstes Thema. Ne? Das sagen Sie jetzt, ja? Um in der Fröhlichkeit zu bleiben, aber möchte ich sagen, zu mir kommen ja auch manchmal Paare, die sagen, wir haben Probleme miteinander. Ist das was Karmisches? Kommen unsere Probleme aus einem früheren Leben? Kannten wir uns schon mal? Und dann habe ich Rückführungen gemacht und was ich sehr schön fand, war, dass eine Dame dann sagte, ja, nach 30 Jahren Ehe weiß ich ja jetzt, warum das irgendwie so oberflächlich war. Das war ja ein One-Life-Stand. Sie hatten sich vorher noch nie gesehen. Aber Axel, unter den vielen Ängsten, die du hast, hast du auch Angst vor Gespenstern? Nee, vor Gespenstern nicht. Nee. Aber mir fällt dabei ein, dass ich auch aus Recherchegründen habe ich mal in so einer Rückführung, aber da ging es um Inkarnation und so ein skurriler, esoterischer Mensch,
der über, mit mir über Reinkarnation redete, und der war eigentlich Schnitzer von Beruf. Also er hatte lauter so Putten geschnitzt. Über uns schwebten also lauter so Holz-Barock-Putten. Man fühlte sich schon irgendwie im Himmel. Und es saßen noch ein paar Leute und die redeten die ganze Zeit über Inkarnation, was sie schon alles in früheren Leben gewesen sind. Das war in München. Schon ein paar Jahre hier und am Schluss. Und sie redet noch, wie anstrengend das ist, immer wieder inkarnieren. Zum Schluss sagte eine Frau, ich mag nimmer inkarnieren. Ich glaube, Barry, Ihr Bruder, glaubt an solche Dinge. Der ist so ein bisschen auf dem ESO-Trip. Glauben Sie da auch dran? An Reinkarnation zum Beispiel? Ja. Yeah. Well, I believe in reincarnation from the point of view that flowers regrow. An Reinkarnation in der Gestalt, dass zum Beispiel Blumen und Pflanzen ja auch neu wachsen. Warum sollten das nicht auch andere Lebenswesen können? Wir sind ja auch Teil der Natur. Wir vergessen das manchmal. Aber wir sind ja eigentlich ein Teil der Natur, und ganz besonders was unser Bewusstsein angeht, gehören wir dazu. Ist das denn so, dass man sich jetzt quasi von Reinkarnation zu Reinkarnation verbessert? Also von der Schnecke über die Hauskatze zum menschlichen Wesen und dann so verschiedene Stufen, bis man dann eben so im Nirvana angekommen ist? Oder hat das mit dieser Glaubensgeschichte nichts also, zu tun? Das ist Religion. Das ist Religion, das ist wieder was anderes. Was ich habe mit Religion gar nichts zu tun oder irgendwas, sondern ich schaue natürlich nur, was ist. Und ich bin sehr orientiert darauf, wo sind Probleme von Menschen, die sie im Jetzt behindern und die sie loswerden wollen, um im Jetzt ein glücklicheres Leben zu führen. So, das ist mein Ansatz. Und darin liegt nicht unbedingt, dass man von Gestalt zu Gestalt sich irgendwie verbessert. Am Ende ist man Millionär oder Superstar. Ja, so läuft es wahrscheinlich nicht. Aber viele hoffen das natürlich. Was halten Sie davon? Oder was ist wahr daran? Weil viele sagen, mein Gott, du warst im früheren Leben ein Hund, weil der Charakter eines Menschen ist wie ein treu wie ein Hund, wahnsinnig schmiegsam wie eine Katze. Oder was weiß, was ist daran? Und manche sagen, ja, manche tatsächlich, ich könnte ein Hund sein. Ja, da passt er zu mir oder so. Hund ja. Passt auf fast jeden. Ja, werde ich ja auch. Also ich habe Rückführungen gemacht bis in so vorsprachliche Zeiten, in denen die Menschen mehr nur so im Gefühl sind und was suchen und so Essen, Trinken und Angst so ziemlich alles sind, was sie bestimmt, und Kälte. Und es gab auch Inkarnationen, da sind wir weitergegangen. Mhm. Das ist aber schwierig dann genau festzustellen, denn wenn zum Beispiel jemand spürt, dass er nur mit dem Gesicht durch Gras geht oder sowas und das so teilt und sonst aber kein Bewusstsein hat, hat er ja an der Stelle dann auch nicht. Dann sagt er ja nicht, ich bin jetzt eine Wildkatze und heiße so, und das ist ja Quatsch. Sondern es hat nur, eigentlich, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, würde ich so machen. Das Gras zerteilen, richtig, und dann weitergehen. Richtig. Tue ich aber nicht, sondern ich gehe mit der Nase voran dadurch und sehe auch sonst nichts. Und jetzt schließen wir das Thema ab. Ich wollte nur das Schlossgespenst noch mal eben erklären. Robin möchte gerne gehen und wir wollen uns einfach ganz herzlich noch mal verabschieden. Alles Gute wünschen und Come back. Come back. Yeah.